Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, ich habe mir gedacht, auf meinem Kanal sind ja länger schon keine Videos mehr gekommen. Und da ich jetzt hier gerade in Indien bin und mich auch immer viel mit dem Thema Gesundheit und Ernährung beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, ich teile euch mal mit, was so mein aktueller Stand ist, wie ich mich ernähre, was so ja, die Theorien sind, nachdem ich mich ernähre und wie das für mich läuft. Und zwar, ich meine, ich habe ja auf meinem Kanal, ich habe ganz viel immer zu Corona gemacht. Wenn man natürlich über Krankheit spricht, wo Krankheit herkommt, dann habe ich mich natürlich auch viel damit beschäftigt, was ist Gesundheit, wie können die Leute gesund bleiben, ihre Gesundheit erhalten oder zurückbekommen. Und insofern, ich meine, ich mache seit 2006 Krafttraining, und natürlich, wenn man Krafttraining macht, dann beschäftigt man sich sowieso auch immer viel mit Ernährung. Insofern war ich schon immer seitdem immer an Gesundheit, an Ernährung interessiert. Und ja, wie ernähre ich mich jetzt gerade? Natürlich, ich bin jetzt hier gerade in Indien. In den Tropen ist es sehr leicht, sich rohkostmäßig zu ernähren. Ich habe ja auch zum Thema Ernährung habe ich ja auch schon auch zwei Videos, ich glaube, das war 22 gemacht, vor anderthalb Jahren knapp. Und zwar einmal war das ein Video zu das erste war zu Weston Price. Weston Price, ich blende das Video hier mal ein. Und zwar, erstmal, wenn ihr irgendwie hier Musik oder beziehungsweise irgendwie Lärm im Hintergrund hört, hier läuft die Klimaanlage, hier laufen ein paar Inder vorbei. Insofern verzeiht es mir, wenn hier ein paar Hintergrundgeräusche sind. Das macht es vielleicht ein bisschen lebendiger. Und zwar, also Weston Price, da habe ich damals das Video dazu gemacht. Weston Price, fand ich super spannend, das Buch. Weston Price ist ein Zahnarzt aus den USA, der damals am Anfang des 20. Jahrhunderts gesehen hat in seiner Praxis, dass die Zähne der Menschen immer schlechter werden. Und er hat sich dann gefragt, wo kommt das her? Ist dann um die Welt gereist, hat sich ursprünglich lebende Völker angeschaut und hat dann geschaut, sobald dann das Essen der zivilisierten Menschen bei denen Einzug gehalten hat, das heißt, verarbeitete Produkte, Konserven, Obst, zuckerhaltige Produkte, halt das zivilisierte Essen, White Man's Food, das Essen der weißen Menschen, sind die Menschen krank geworden, haben sie Karies bekommen, sind die Geburten nicht mehr so einfach abgelaufen, die Menschen haben Fehlstellungen bekommen. Insofern, das Buch fand ich sehr spannend, das zu lesen. Wie gesagt, wenn ihr es ausführlicher wissen wollt, schaut da in das Video rein. Dann habe ich auch Arnold Ehret gelesen. Arnold Ehret hat mich auch sehr inspiriert. Arnold Ehret gilt als so der Fastenpapst. Der hat ein kleines Buch geschrieben, das heißt Die schleimfreie Heilkost. Das ist, ich glaube, nur so knapp 100 Seiten dick. Das gibt es auch kostenlos als PDF im Internet. Das liest man innerhalb von 3-4 Stunden schnell durch. Fand ich sehr spannend. Da habe ich auch hier ein Interview mit Elias Leppe gemacht. Elias Leppe, auf den bin ich aufmerksam geworden durch seinen Bruder Ricardo Leppe. Die beiden sind eigentlich da gerade dabei, das Bildungssystem umzukrempeln und da so viel mit Freilernen zu machen, was ich natürlich als, ich bin hier Master of Education, ich habe selbst Lehramt studiert und könnte als Lehrer arbeiten, wenn ich wollte, wo ich natürlich, ich bin der größte Freund von Freilernen. Die haben den Kanal, die Gebrüder Leppe haben den Kanal Gesundheit schafft Freiheit. Da redet Elias viel über gesundheitliche Themen und sein Bruder Wissenschaftsfreiheit. Insofern, die beiden haben mich da auch, was das Thema Rohkost, was Ernährung und was viele andere Themen angeht, viel inspiriert. Insofern, wenn ihr deren Kanäle noch nicht kennt, deren Arbeit noch nicht kennt, schaut da unbedingt rein. Also, Arnold Ehret. Arnold Ehret, wie gesagt, ist der Fastenpapst. Er redet von der schleimfreien Heilkost. Er sagt, Nahrung, die ziemlich verarbeitet ist, vor allem wie bei Weston Price, zuckerhaltige Produkte, Zucker, vor allem raffinierter Zucker, wenn man sieht, wie der verarbeitet wird, langer Herstellungsprozess oder auch viel Chemie kommt da zum Einsatz. Weißmehl auch, wenn man sieht, wie Mehl hergestellt wird, wird auch lange verarbeitet. Milchprodukte ist auch so ein Thema.
Ich meine, wenn man sich das anschaut, das, was es im Supermarkt eigentlich nur zu kaufen gibt, ist pasteurisierte Milch. Die Pasteurisierung geht, wie der Name schon sagt, auf Louis Pasteur zurück. Louis Pasteur hat am Ende des 19. Jahrhunderts, kam er mit seiner Infektionstheorie und hat auch gesagt, wir müssen alles keimfrei behalten. Und daher kam dann diese Theorie, man müsste Milch immer abkochen. Natürlich, wenn man Milch abkocht, die ganzen Nährstoffe gehen dabei verloren. Insofern, ich würde sagen, und das schreiben auch Arnold Ehret und Weston Price, ich weiß gar nicht, was der zu Milch sagt. Er sagt, wenn dann nur Rohmilch, und so würde ich das aussehen, also Milchprodukte, wenn dann nur Rohmilchprodukte, aber grundsätzlich, ich versuche Milchprodukte zu vermeiden, weil sie halt einfach, wie Arnold Ehret sagt, ziemlich verschleimen. Was das bedeutet, das habe ich hier, also in Indien, ich ernähre mich hauptsächlich von, oder ich ernähre mich eigentlich ausschließlich nur von Obst. Das heißt, ich stehe morgens auf, habe dann meistens auch noch gar keinen Hunger. Ich versuche halt wirklich immer auf meinen Körper zu hören. Wenn mein Körper mir sagt, hey, ich habe jetzt gerade Hunger, dann schaue ich, auf was habe ich gerade Bock. Manchmal, also ich esse eigentlich sehr wenig Fleisch, aber tatsächlich habe ich manchmal auch Bock auf Fleisch, dann ganz, ganz selten esse ich dann auch mal Fleisch. Das kann dann auch am besten halt irgendwie rohes Fleisch von dem Metzger meines Vertrauens, den ich da zu Hause habe, wo ich weiß, die Kühe stehen auf der Wiese, die bekommen Gras, die sind jetzt nicht irgendwie in großen Mastställen gehalten. Und insofern, also ich schaue halt einfach, wo hat mein Körper gerade Bock drauf, und hier in Indien esse ich halt hauptsächlich einfach nur Obst, das heißt, was nehme ich gerade viel zu mir, also viel Kokosnüsse, da ich versuche auch hier Wasser aus Plastikflaschen zu vermeiden. Zu Hause trinke ich fast nur Osmosewasser, da habe ich eine Osmoseanlage zu Hause, das heißt die Kokosnüsse, Feigen esse ich viele, Dragonfruit, wie heißt es, Drachenfrucht, Maracuja, was gibt es hier noch, Jackfruit, also die Jackfrucht, halt alles, was es hier so gibt. Und da probiere ich halt auch wieder intuitiv zu essen. Zum Beispiel, wenn ich hier Feigen esse, so eine Feige, hier gibt es die, ich habe hier gerade welche, die Feigen, da ist halt, wenn man die roh isst, der Körper, der sagt dir auch irgendwann, wenn du irgendwann ab, bei mir ist das meistens so ab, keine Ahnung, 8, 9 Feigen, dann merke ich, dass die Feigen nicht mehr so gut schmecken, dass sie anfangen sauer zu schmecken, dass es auf der Zunge kribbelt. Und wenn man dann, das ist dann in der Rohkost, heißt es dann, das ist die sogenannte Sperre. Und wenn man die übergeht, das habe ich mal, ich war letztes Jahr in der Türkei, habe mich da viel von Feigen ernährt und da hatte ich gerade eben eine ganze Tüte. Habe eigentlich schon gemerkt, die Sperre ist da, es wird unangenehm, es schmeckt nicht mehr so gut und habe dann über den Hunger hinausgegessen oder über das, was mein Körper mir sagt, was er gerade an Feigen braucht, habe darüber hinausgegessen und habe dann wirklich 2 Tage lang so ein Brennen im Mund gehabt. Das heißt, wenn wir wirklich das Essen möglichst unverarbeitet zu uns nehmen, dann sagt unser Körper auch, wann er denn davon genug hat. So, und wenn ich jetzt hier die Feigen, wenn irgendwann die Sperre eintritt, dann esse ich dann Kokosnuss. Ich habe hier so eine Kokosnuss. Es gibt die grünen, die trinke ich dann immer. Hier diese, die kaufe ich mir dann so, die schmeiße ich da auf den Boden und esse dann hier. Hier ist dann viel mehr Fruchtfleisch drin, das ist viel härter als in den anderen. Die anderen, die sind halt innen drin halt ja ziemlich, ziemlich weich. Also ich probiere halt wirklich einfach auf meine Intuition zu hören. Ich schaue so oder ich versuche meinen Körper zu hören, was sagt mein Körper, wo habe ich gerade Bock drauf, was möchte ich gerade essen, und da versuche ich dann einfach auch in Ruhe zu kauen, mich dabei jetzt nicht irgendwie Videos dabei zu schauen oder irgendwie Podcasts zu hören, sondern mich wirklich auf das, was ich gerade esse, zu konzentrieren. So, und dann natürlich, ich denke mal, der eine oder andere wird jetzt natürlich sagen, ja, und wo kriegst du denn deine Kalorien her? Ich habe da auch wirklich in meinen, was sind das jetzt, 18 Jahre, wo ich Krafttraining mache, ich habe da viele Experimente gemacht, habe da irgendwie Low Carb, High Carb, Low Fat, High Fat, alles Mögliche gemacht. Auch vegan, ich war mal 5 Jahre vegan, obwohl ich da ziemlich hingewaschen war. Wie gesagt, mittlerweile sehe ich es nicht mehr ganz so dogmatisch. Da, wenn ich Bock auf Fleisch habe, dann esse ich auch Fleisch. Ja, jeder würde sagen, halt, wo kriegst du deine Kalorien her? Ist ja die eigentliche Theorie, auch wenn man Sport macht, dann heißt es immer, Muskeln aufzubauen.
aufzubauen, braucht man einen Kalorienüberschuss, um Muskeln oder Fett zu verlieren, muss man ein Kaloriendefizit haben. Da habe ich ja früher teilweise, hatte ich da so Zeiten, wo ich dann wirklich alles ganz, ganz genau mit dem Handy aufgezeichnet habe. Da gibt es dann halt verschiedene Apps, wo man dann die Produkte einscannen kann. Wenn man dann was kocht, da muss man so Pi mal Daumen. Ich habe da tatsächlich auch alles abgewogen, habe gesagt, hier, das hat jetzt so und so viel Fett und Kohlenhydrate und so weiter. Also meiner Meinung nach sind die Theorien komplett falsch. Der Körper ist nicht irgendwie so mechanisch, dass man sagt, der braucht jetzt das und das und das, sondern dein Körper sagt dir immer, was braucht er, und das, was er braucht, das wird er dir schon kommunizieren, wenn man denn wirklich auch auf seinen Körper hört. Also auch mit dem, was ich hier an Obst esse, habe ich vielleicht am Tag, ich denke mal, wenn ich es irgendwie berechnen würde, hätte ich vielleicht 500, 600, 700 Kalorien. Da würde man natürlich sagen, das ist ein totaler Kaloriendefizit. Du wirst total abnehmen. Du hast jetzt irgendwie, du wirst gar keine Energie haben. Ich mache ja auch dreimal die Woche Sport und das klappt alles sehr gut. Ich habe da gut Energie. Ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund, und das ist nicht so, dass wenn ich jetzt esse, dass es super schwer im Magen liegt. Wenn ich da zurückblicke, ich meine, ich habe ganz früher in meinem vorherigen Leben sozusagen, habe ich in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, da sind wir dann immer in der Mittagspause essen gegangen, haben natürlich schön hier, was hat man da so gegessen, irgendwie Spaghetti Bolognese oder irgendwie Pommes mit Schnitzel oder so. Durch das typische Denken ist halt, so war es bei mir auch bis vor ein paar Jahren immer noch, dass man denkt, so von wegen, man muss irgendwie so Kohlenhydrate haben, dann muss man Proteine, also Kohlenhydrate irgendwie mit Reis, Nudeln oder Kartoffeln oder irgendwas, dann muss man ein paar Proteine haben, vielleicht irgendwie ein Stück Fleisch dabei, oder wenn man vegan ist, vielleicht irgendwie Fleischersatz, so wie Tofu oder Seitan, dann noch ein paar Vitamine mit Gemüse und so, und vielleicht noch ein bisschen Obst danach. Das ist so die vorherrschende Theorie, aber meiner Meinung nach ist das eine Theorie, die für mich nicht mehr stimmt, an die ich nicht mehr glaube. Ich meine, wie gesagt, Karl Popper, alles sind nur Theorien. Jede Theorie muss jederzeit getestet werden und kann jederzeit umgeworfen werden. Insofern, ich sage auch überhaupt nicht, dass das, was ich hier sage, die absolute Wahrheit ist. Ich sage einfach nur, was nach meinen Recherchen für mich die Wahrheit ist, was für mich gut läuft. Auf jeden Fall das, was ich früher halt immer hatte, nach dem normalen Essen, da liegt das Essen super schwer im Magen. Auf der Arbeit war es dann auch immer. Dann waren wir eigentlich gar nicht mehr, wir konnten gar nicht mehr groß arbeiten. Wir waren einfach nur super müde, hätten am liebsten irgendwie Mittagsschlaf gehalten. Und ich denke mal, so geht das den meisten halt immer. Man isst super schwer. Am besten, wenn man abends noch unterwegs ist, trinkt man noch irgendwie ein Bier hinterher, um es irgendwie runterzuspülen. Und man merkt halt gar nicht, wie man seinen Körper damit schädigt. So, jetzt schaue ich mal ein bisschen auf meine. Welches Buch ich da auch sehr schön fand, ist das von Galina Schitalova, Wir fesseln uns zu Tode. Da beschreibt es eigentlich auch, dass wir halt dadurch, dass wir alles verarbeitet essen, alles durcheinander, wir hören gar nicht mehr auf unseren Körper, wir fressen halt einfach ohne Ende, werden dadurch krank, müssen dadurch auch wieder uns in ärztliche Behandlung geben. Was machen die Ärzte wieder? Anstatt dich auf Diät zu setzen, anstatt zu sagen, probier mal nicht so viele verarbeitete Produkte zu essen, probier mal das Bier, das Fleisch und so weiter wegzulassen, gibt man den Menschen natürlich meistens immer nur irgendwelche Pillen und macht sie damit ja zu Abhängigen der Pharma-Mafia. So, insofern, also ich bin hier in Indien, ich bin jetzt seit drei Wochen hier unterwegs, und in den 3 Wochen habe ich vielleicht 3-4 Mal in Restaurants gegessen. Davon waren die meisten Rohkost-Restaurants. Da habe ich dann irgendwie Bowls gegessen oder viel mit Gemüse. Habe ich dann auch gemerkt, bei dem einen, das war dann so ein roh-veganer Burger. Das war halt alles nur, der Burger war halt einfach so Salatblätter. Bei Gemüse ist das Problem, dass sie dann so Giftstoffe haben, die man irgendwie durch Erhitzen unschädlich machen muss. Genauso wie man Tiere erlegt, muss man halt sehen, dass man bei den Pflanzen die irgendwie tötet sozusagen, damit man die genießbar macht. Das hat man halt alles bei Obst nicht. Insofern, ich bin jetzt auch, was zu Hause, was bei mir die Heimat angeht, da hatte ich jetzt 2022 meine erste Gartensaison, wo ich glaube ich so bis Ende Januar, jetzt haben wir Februar, ich bin
ja, Ende Januar bin ich losgefahren. Und bis dahin hatte ich wirklich ja, mich so zu 70-80% mit meinem eigenen Obst und Gemüse ernährt. Und dann natürlich, klar, ich habe dann Kartoffeln, Kürbis gegessen, Weißkohl, Rotkohl, was habe ich, rote Beete viel gehabt, habe viel fermentiert. Und das ist natürlich auch da, also das lag mir jetzt nicht unbedingt schwer im Magen, aber ja, mal schauen, ob ich das zukünftig noch weiter minimiere, dass ich da vielleicht auch mehr auf Sprossen gehe. Ich habe auch viel mit Sprossen immer umexperimentiert. Also mit Sprossen habe ich da, ich habe viele Sprossen gezogen, was super leicht ist, auch relativ günstig ist. Und man hat halt immer frisches Essen zu Hause. Bei den Sprossen ist auch die Theorie, dass wenn man sie keimen lässt, so natürlich der gekeimte Samen hat auch viele Giftstoffe in sich, aber dadurch, dass man sie keimen lässt, baut man die Nährstoffe auf und die Giftstoffe ab. Und da, also mein Favorit sind vor allem Beluga-Linsen, Buchweizen finde ich auch sehr schön und Boxhornklee. Also da kann ich jedem empfehlen, einfach nur, man muss gar nicht diese teuren Keimgläser kaufen, man kann da einfach so große Gläser sich kaufen, man kauft sich dann einfach so Schraubverschlüsse und kann dann zu Hause keimen. Also da habe ich auch viele Videos bei den Gebrüder Leppe gesehen, bei Sicke Leopold. Schaut auch mal vorbei, wenn euch das Thema interessiert. Also da probiere ich halt immer noch, wie ich da vielleicht, ja, vielleicht noch mehr Rohkost reinbringe. Aber wie gesagt, also ja, Kartoffeln und alles aus meinem Garten, da fühle ich mich jetzt auf jeden Fall nicht verschleimt, wie ich das hier, genau das wollte ich erzählen. Ich bin dann einmal, bin ich dann hier in ein indisches Restaurant gegangen, habe dann Masala Dosa gegessen. Das ist so ein, ja, so ein Mehlteig mit dann ganz viel Soße dabei und so, hat natürlich, und innen drin Kartoffeln. Hat super geil geschmeckt auf jeden Fall. Ich meine, ich war schon mal, vor 8 Jahren war ich hier in Indien, bin da mit dem Motorrad quer von Norden nach Süden gefahren, mit einer schönen Royal Enfield. Bin da 3 Monate 6000 Kilometer unterwegs gewesen, insgesamt 4 Monate unterwegs gewesen. Insofern habe ich genug das indische Essen gehabt. Aber auf jeden Fall nach dem Essen war es halt auch so. Es lag mir schwer im Magen. Ich habe mich danach, war ich halt auch, ja, relativ müde, musste halt erstmal ein bisschen runterkommen. Und am nächsten Tag, die Theorie von Arnold Ehret, ich war verschleimt. Die Nase hat sich angefühlt, als wäre die zu, auch wenn ich war dann schwimmen, hat dann Sport gemacht und Entschuldigung, wenn ich das so sage, man ist dann total verschleimt, dass man dann wirklich rotzen muss, dass man alles rausholen muss und ja, ich glaube, das hat man halt ständig, wenn man nicht auf seine Ernährung achtet. Also wie gesagt, schleimfreie Heilkost, die Theorie von Arnold Ehret passt auf mich, passt sehr genau und dementsprechend versuche ich danach zu leben. Und ja, was ich sonst noch empfehlen kann, ist Helmut Wandmarker. Das Buch heißt Willst du gesund sein? Vergiss den Kochtopf. Das ist genauso wie ich Anhänger von Arnold Ehret. Bezieht sich auch viel auf Tilden. Der hat das Buch geschrieben mit Toxämie fängt Krankheit an. Das habe ich auch quer gelesen. Da wollte ich auch noch ein paar Zitate bei mir bei Telegram posten. Und ja, nochmal kurz, was Fleisch angeht, also wie gesagt, wenn ich Fleisch esse, dann versuche ich es möglichst roh zu essen. Vielleicht auch, wenn ich mal irgendwo im Restaurant bin, dann Carpaccio. Aber das ist halt immer das Problem, wenn man im Restaurant ist. Man weiß nicht, was das Fleisch für eine Qualität hat. Ich glaube nicht unbedingt, dass die darauf achten, dass es von Weiderindern ist, dass es nicht irgendwie von Tieren ist, die nie Tageslicht gesehen haben. Insofern probiere, wie gesagt, Fleisch zu vermeiden, wenn dann nur rohes. Und als ich mal, wann war es letztes Jahr, hat ein Kumpel, der Carnivore ist, der hat dann gesagt, ja, hey, probier doch mal wieder ein bisschen Fleisch zu essen. Dann habe ich dann mal mir wieder rohe Leber gekauft. Und ich muss sagen, die rohe Leber, ja, erstmal schmeckt sie nicht irgendwie besonders, schmeckt sehr neutral. Und da habe ich mich übrigens auch, ich glaube, Anfang letzten Jahres viel von den Liverman inspirieren lassen. Vielleicht kennt ihr den auch. Auf jeden Fall, aber ich kann sagen, nachdem ich die Leber gegessen habe, ich habe mich halt allgemein ja, ziemlich antriebslos danach gefühlt. Obwohl ich genug geschlafen habe, war ich irgendwie müde, musste mich teilweise auch mittags hinlegen, habe ein bisschen Kopfschmerzen bekommen. Ja, und der Kumpel, der meint natürlich, ja, das hat damit zu tun, dass du irgendwie zu viel Eisen zu dir genommen hast und so. Ja, und das ist auch wieder diese Makrosicht, so von wegen, man muss ja die und die Nährstoffe zu sich nehmen. Meiner Meinung nach ist das falsch. Der Körper sagt dir schon, wenn etwas richtig oder falsch ist. Und da, ich meine, klar, wenn ein Löwe
jetzt, ich meine, klar, ein Löwe ist auch ein Raubtier, hat auch ganz andere Zähne, hat auch einen ganz anderen Magen als wir. Wenn ein Löwe jetzt irgendwie ein Zebra isst, dann, das beschreibt Weston Price auch so schön, der Löwe isst erst die Innereien, da ist dann die Leber, das Herz und so weiter. Der schaut dann auch nicht, wie viel Eisen er gerade zu sich nehmen muss oder wie viel Vitamin D. Vitamine übrigens auch, da werde ich wahrscheinlich noch ein extra Video zu machen. Wenn ihr da bei Next Level oder wenn ihr bei Telegram folgt, dann ist das auch nur ein Kunstprodukt. Insofern schaut da auch gerne mal in meinen Kanal rein. So, dann will ich nur mal ganz kurz was zu Sport sagen. Also wie gesagt, ich mache seit 15 Jahren Krafttraining, habe wirklich immer konsequent Montag, Mittwoch, Freitag halt immer durchgezogen, auch teilweise mit sehr, sehr viel Gewicht, dass ich wirklich auch so 180 Kilo Kreuzheben gemacht habe, dass ich auch alles ganz genau aufgezeichnet habe, dass ich immer stärker geworden bin und ich bin da wirklich immer ziemlich an die Grenze gegangen. Und habe danach dann auch, wie sich das gehört, dann ganz viel Protein gegessen, habe dann auch noch Proteinshakes danach genommen und ich war im wahrsten Sinne des Wortes, war ich ziemlich aufgepumpt. Ich war zu meinen höchsten Zeiten, war ich irgendwie fast 100 Kilo schwer und ich war natürlich muskulös, aber hatte auch ja meiner Meinung nach viel Wassereinlagerung wahrscheinlich auch. Ich habe auch Körperfett gemessen, das war auch relativ hoch. Und natürlich, klar, kann man sagen, dann macht dann halt irgendwie mehr Ausdauertraining, um den Körperfettanteil runterzubringen. Aber meiner Meinung nach, wie gesagt, ist es total unnatürlich, sich ja erstmal so zu verausgaben, auch wenn man sieht, die ganzen Olympia-Athleten, die sterben alle super früh. Ich meine, was sagt das dem Körper, wenn man Dauerbeanspruchung ist, wenn man auch irgendwie Marathon läuft oder so. Man kennt der Körper das nur, wenn man irgendwie Todesangst hat, wenn man auf der Flucht ist und sich dann dauernd in solche Situationen zu begeben, halte ich für nicht gesund. Das heißt, ich mache zwar jetzt immer noch irgendwie dreimal die Woche Sport, aber versuche mich da nicht so sehr zu zwingen. Damals habe ich wirklich immer gesagt, hey, komm, auch no pain, no gain und jetzt musst du machen. Da war ich halt immer super, super diszipliniert. Jetzt sage ich einfach, hey, wenn ich gerade keinen Bock habe, mich zu bewegen, dann mache ich das auch nicht. Und dann mache ich halt, dann gehe ich ein bisschen laufen, mache einfach ein paar Klimmzüge, mache ein paar Liegestützen, mache ein paar, vielleicht ein paar, ein bisschen Schulterdrücken, ein bisschen Bankdrücken und das halt. Natürlich halt probiere ich da auch irgendwie ein bisschen an meine Grenzen zu kommen, aber ich mache es nicht so extrem auf Krampf, halt einfach, es soll halt einfach die Fitness, das sich bewegen, einfach im Vordergrund stehen. Ich muss jetzt auch überhaupt nicht mehr irgendwie dauernd Sixpack haben, dauernd super durchtrainiert aussehen, also ja, ist eigentlich auch total unnatürlich. Ich meine, hast du schon mal ein Reh gesehen, was jetzt irgendwie total aufgepumpt ist, die sind meistens immer muskulös und drahtig. Insofern, und das ist auch so ein Thema, meiner Meinung nach, mit diesem exzessiven Sport, mit der falschen Ernährung, führt das auch dazu, dass man erstmal schnell altert und auch, dass einem die Haare ausfallen. Also ihr seht hier auch bei mir, ich bekomme ja Geheimratsecken, die Haare werden halt immer weniger. Da heißt es natürlich halt immer, es ist irgendwie Genetik und so. Meiner Meinung nach, auch schaut mal bei mir im Telegram-Kanal rein, die ganze Genetik ist auch alles unwissenschaftlich. So, diesen Teil, da hatte ich doch ein bisschen zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert und ein paar private Informationen von einem Kumpel von mir preisgegeben. Deswegen muss ich das nochmal neu aufnehmen. Und zwar ein Kumpel von mir, der hat einen Vater, der seit 20 Jahren schon eine Glatze hat, ja, so einen Kranz, wie er das halt bei älteren Männern so kennt. Und den hat er jetzt halt einfach auf eine Rohkostdiät gesetzt, schon seit längerer Zeit. Und ja, viele Wildkräuter, viele Wildkräutersäfte, halt alles natürlich ganz frisch aus dem eigenen Garten. Und ja, ihm wachsen langsam die Haare wieder. Der hat immer mehr einen Flaum und die Haare kommen wieder. Und ja, das, da sage ich ihm auch die ganze Zeit, hey, mach da doch mal ein Video oder mach da doch mal was öffentlich. Aber das wird wahrscheinlich bald kommen, wenn denn die Matte ganz lang ist. Ja, ich probiere das jetzt auch, dass ich halt noch mehr auf Rohkost gehe, dass ich jetzt auch meine Kopfhaut immer massiere, immer schauen, ob ich dann demnächst auch volleres Haar habe oder nicht. Ich will das Video hier nicht zu lang werden lassen. Ich könnte das jetzt natürlich alles noch viel weiter ausführen, auch zur Ernährung noch viel, viel mehr sagen. Aber
Wie gesagt, das ist hier alles einfach nur das, was meine Wahrheit ist, was ich durch viele Bücher, durch viel Recherche, durch viel Ausprobieren für mich als die Wahrheit erkannt habe. Ich kann jeden nur einfach dazu einzuladen, selbst seine eigenen Recherchen anzustellen, selbst alles auszuprobieren, vor allem auf seinen Körper zu hören, schauen, was so mit deinem Lebensstil vereinbar ist. Ja, das war's von mir. Also, ich schicke euch sonnige Grüße aus Goa und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.